Oh, wäre du noch hier, die Uhrzeit? Sinn, Bogenexperte. Das ist hier. Das ist ein Eingang. Hallo. Nee, Großmeister. Großmeister ist hier natürlich, ne? Aber kein Meister. Übung macht den Meister perfekt. Vorm Schlafen gehen nochmal schauen. Ja, das ist immer gut. Perfekt. Ja, hier nochmal. Perfekt. Perfekt. Hier noch mal. Ist der auch zu schwach, um mich weiter auszubilden? Das ist schon gut. Wir suchen immer noch den Typen. Wie geht es euch? Hä? Was soll das denn sein? Den kann ich nicht verkaufen. Das. Das brauchen wir alles gar nicht. Ich brauche nur sowas hier, ne? Ist auch nicht. Das noch. So, wo ist ein anderer Zauberladen? Hier. Sucht ihr etwas? Bis 3 auf Stirn. Nee, bräunlich. Ist weg. Hast du schon gesehen, wie reich ich mittlerweile bin? Danke für euren Besuch. Frag mich schon, ob ich noch die Million voll mache hier. Bevor ich das Spiel durch habe. Alchemie-Experte. Ah, hier muss ich ja auch nochmal demnächst hin, ne? Oh, war ich hier gar nicht schon mal drüben? Ich glaube, da drüben war ich noch nie. Ob ich das geschafft hätte. Irgendwann mal. Und jetzt ist das so fies, weil du ja nicht so wirklich schräg gehen kannst in dem Spiel. Und hier rüberkommt. Tada! Was gibt es hier Schönes? Den hier auf jeden Fall. Willkommen in der Gilde des Wassers. Aufladen. Manche magische Artefakte haben eine Grenze Vorrat an Ladung. Dieser Zauber kann verbrauchte Ladung erneuern. Auch nicht verkehrt. Wie kostet der? Ach, ich glaube, den nehme ich mit. Säurestrahl. Macht auch gut Schaden, ne? Aufladen nehme ich auf jeden Fall mit. Und ein Säurestrahl vielleicht noch? Nee, warum Säurestrahl nicht? Ist ja noch ganz zufrieden. Willkommen in der Luftgilde. Luftgilde. Ich suche ja auch immer noch Fliegen. Im Zauber. Sprung. Sprung könnte ich natürlich auch nochmal mitnehmen, ne? Kostet halt wirklich nicht viel. Stream ist down. Bei mir sieht das noch gut aus. Wird bei dir nichts mehr angezeigt? Ne, bei mir sollte es eigentlich noch alles da sein. Willkommen in der Feuergilde. Hörst du mich denn überhaupt noch? So, Zauber kaufen. Bitte. Oh, den will ich auf jeden Fall haben. Den kann ich aber auch noch gar nicht. Nehme ich den trotzdem schon mal mit? Kann ich auch dann kaufen, ne? Resistenz, Aura. Nö. Nehme ich nichts von mit.
Und ist das Stream wieder da bei dir? Nee, also bei mir ist er noch ganz normal da. Ich habe den immer noch mal nebenbei auch normal geöffnet. Wenn ich da das dann immer sehe, der weg ist oder nicht. Aber da war er jetzt die ganze Zeit bei mir da. Vielleicht musst du einfach noch mal den Stream neu laden. Wie kann ich helfen? Geht den Pfad des Lichts. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Denk. Kann, oh, sehen wir den Großmeister. Dann könnten wir mal schauen, wo der sechste Sinn Meister ist. Hier ist nichts. Ah, da war er doch. Meister des sechsten Sinns lebt in Pierpont in den Elfengebieten des Tularanischen. Pierpont, wo ist der denn? Ist das hier? Sind das hier die? Das ist Evelie. Der Forest ist hier. Tada. Warum lädt er jetzt nicht? Ah, jetzt lädt er. So, wir suchen den Meister für sechsten Sinn. Fähigkeit sechster Sinn. Fallen schärfen. Nee, 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 nee. Nee, das ist es auch alles nicht. Sechster Sinn. Oh, die Statue müssen wir auch noch hier platzieren. Meister, Großmeister Leder. Experte Bogenkettenrüstung, Experte Luftmagie. Nee, das ist es alles nicht. Nein. Er hätte jetzt gedacht, das ist hier natürlich. Oder muss ich hier hin? Nein, oder? Meister antike Waffen. Das muss ich auch noch werden, ne? Schattenmagie, nee. Nee, fliegen kann ich noch nicht. Ich habe den Zauber auch noch gar nicht gefunden. Jetzt habe ich hier nur mal Sprung mitgenommen, spaßeshalber, und Tut mir aufladen. leid, kann ich nicht brauchen. Kann sie den nicht? Ach nee, das ist ja auch Wasser, ne? Muss, ja, okay. Fantastisch, Sprung das wird auch. ein Problem. Ach nee, da muss er noch eine höher kommen. Nee, fliegen kann ich tatsächlich noch nicht. Aber ich kann Wasser wandeln. Das kann ich auf jeden Fall schon mal. Hab auch den Zauberstadtportal. Muss dafür aber noch ein hochkommen in Wassermagie auf Meister. Das muss ich eigentlich nur noch lernen. Weiß nur noch gar nicht genau, wie ich da hinkomme, wo ich da hin muss. Ja. Fliegen habe ich halt, wie gesagt, noch nicht gefunden, den Zauber. Und den sechsten Sinnmeister suche ich noch. Ich weiß nicht, ob. Eigentlich dachte ich, soll er hier irgendwo sein. Aber ich habe ihn hier jetzt noch nicht gefunden. Besucht die drei auf Taltalia, Insel und in. Okay. Das habe ich jetzt auch schon fertig. Da müsste ich jetzt zu Antonio Green zurückkehren. Wo der jetzt nochmal gelebt hat. Weiß ich nicht. Vielleicht der hier. Nein. Das ist der sechste Sinnmeister. Das Problem hat sich erledigt. Top. Und die nächste ist in. Lebt in der Stadt im Nordwesten Dajas. Okay. Interessant, interessant. Hufeisen mitnehmen, natürlich. Und da ist der dritte.
Großruine. Ich glaube, das war doch die Aufgabe, ja. Ich muss euch nun in die Augen blicken, um zu erraten, wo ihr wart. Ihr habt die Kreise gesehen und sie haben einen Eindruck bei euch hinterlassen. Alle Druiden unter euch nun mitzuteilen, dass sie jetzt Großdruiden sind, ist nur noch Formsache. Dem Rest von euch mitzuteilen, dass ihr jetzt Vertraute des Großdruiden seid, ist meine Art, euch den Respekt zu erweisen, den ihr mir und meinen Glauben erwiesen habt. Jetzt haben wir alle ersten Beförderungsquests gemacht. Um Erzdruide genannt zu werden, müsst ihr dem Land einen großen Dienst erweisen. Mir ist ein Dienst bekannt, den ihr übernehmen könnt. Im Land um Steinstadt, in dem Zwerge ihre Toten begraben, liegt das Hügelgrab von König Soka den Vierten, ist das Vier? Der starb im Kampf bei der Verteidigung von Steinstadt während der Invasion von Eritas durch Nighthorn. Nach Nighthorn müssen wir übrigens für Wasser Stadtportal, wenn man die Stadt so ausspricht, keine Ahnung, klingt irgendwie doof. Seine Gebeine wurden nie gefunden und liegen immer noch in den Tunneln. Findet seine Gebeine und bringt sie in die Skarg, in seinem Hügelgrab. Wenn ihr dies vollbracht habt, wird der König und ruhen und mit ihm das Land. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr dieses Dienst erwiesen habt. Und ich werde die Zeremonie der Erleuchtung ausführen und euch damit zu Erzdruiden machen. Okay. Der Dienst ist nicht einfach, aber jemand muss ihn leisten. Vergesst nicht, ihr müsst die Gebeine von König... Ja, weißt du. Das ist ja eine easy Quest. Kann ich das nicht für alle haben? Geheimgang, ja. Gut, jetzt haben wir... Das auch. Jetzt müssen wir Zwergkönig... Das können wir auch nochmal machen, das ist eigentlich easy. Glaube ich. Durch die Steinstadt kommen wir auch dahin, ne? Dafür musst du wieder in die Zwergenstadt. Jo, da muss ich eh noch hin, um Meister in Axt zu werden. Ne? Du kannst... Ja, da muss ich eh noch hin, das passt. Beschafft euch die Pläne zu Ford. Das haben wir schon gemacht. Geht über den großen Teleporter. Das machen wir später. Da will ich erstmal alles andere so abgearbeitet haben. Bringt Johann Carrot im Toleranischen Forst die Feenflöte. Johann, wo bist du denn? Johann. Ich habe mir halt auch nicht so wirklich gemerkt, wo ich die Quest angenommen habe. Weil das manchmal schon ein bisschen her ist. Bleiben wir unten erstmal. Unten gucken wir erstmal alle ab jetzt. Alle Häuser. Johann. Kein Johann hier. Auch nicht. Da war nur Patrick. Ich glaube, hier sind nur diese Experten für Luft und Wasser und so, ne? Können die gar nicht sein. Ach ja. Wo bist du, Johann? Kann man hier so raufspringen, ey? Nicht da, auch nicht. Wo ist hier der Eingang? Da. Durch Experte. Es sind noch nicht wieder alle drei Statuen zurück. Ich kann einen Teil Volk nicht belohnen. Fehlt uns auch nur noch eine Statue, die wir holen müssen und wegbringen müssen. Glaube ich zumindest. War nur noch eine, oder? Ne, wir müssen die auch mal wegbringen und eine holen. Wo ist hier der Eingang? Hallo. Da. Monsterkunde. Nö. Waren wir hier in dem Ding schon drin? Ja. Die drei Gebäude sollten es eigentlich auch nicht sein. Nein. Nein. Der älteste Baum. Der toleranische Force ist so alt, dass er ein Bewusstsein entwickelt hat. Oder etwas ähnliches. Der Wald hat eine ungefähre Vorstellung davon, wer gerade durch ihn reist. Doch nur ein Teil des Waldes kann sich den Leuten mitteilen. Und das ist der älteste Baum. Wenn ihr einen sehr
langsame, endlose Unterhaltung führen möchtet, steht er bestimmt gerne zur Verfügung. Wir finden ihn auf einer Insel südöstlich des Waldes. Er ist größer als die restlichen Bäume. Ihr könnt ihn nicht verfehlen. Komisch, dass der größte Baum alleine auf einer Insel steht. Das so naturgetreu ist. Johann, da ist er doch. Scheiße. Nice, nice, nice. Ausgezeichnet, die Flöte. Ihr wisst nicht, was mit was bedeutet. Hier nehmt diese Belohnung und nochmal danke für eure Hilfe. In dieser Sache. Jo, gerne, Johann. Schafft euch die Pläne. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das ist der Teleporter. Guck mal, jetzt haben wir eigentlich nur noch das mit den Statuen. Da weiß ich gar nicht mehr, wo war denn der letzte Statue? War die nicht auch in dieser einen komischen Stadt da, wo wir nur durch die Steinhöhle kommen? Ach ja, und die Pläne müssen wir jetzt immer abgeben. Ich hoffe, dass die uns jetzt nicht einkerkern wollen. Weil wir auch deren Verlies komplett weggemacht haben. Brr, wonach riecht's denn hier? Moin. Hier, letztes Mal, das war übrigens ein Scherz, ne? Wollte ich euch gar nicht wirklich wegmachen. Und ich habe auch die Bürger immer in Ruhe gelassen. Das müsst ihr mir auch anrechnen. Ja, ich hab mich ein bisschen verlaufen. Ich gehe hier schon richtig. Ich halte mich an alle Regeln wirklich. Mahlzeit. Aha. Die Pläne. Haben wir hier schon wieder. Mach schnell, meine Geduld hat Grenzen. Ich mag ihn halt auch einfach nicht. Ne? Der König setzt ein breites Lächeln auf, dass ihr ihm die Pläne überreicht. Danke dir. Wir werden sehr hilfreich sein. Mein Schatzmeister wird euch für eure Dienste 5000 Goldstücke auf euer Bankkonto überweisen. So, als ob es da schon Überweisung gab. Bin zu müde, viel Spaß noch. Jo, gute Nacht, schlaf gut. Vielleicht ja bis morgen. Morgen werde ich auch nochmal ein bisschen streamen. Ciao, ciao. Wenn wir diese Schlacht gegen Erika erst gewonnen haben, werde ich euch sicher nicht vergessen. Alles klar. Ausbruch. Der Tag der Hinrichtung Lorenz Steels ist schon vorbei. Erspart euch die Mühe, der König den Hochstapel noch zu bringen. Ihr werdet nun zu misstrauisch sein, als dass unsere Liste noch Erfolg haben könnte. Also wird euch jetzt verlassen. Alles klar. Glücklich, dass du mich jetzt nicht eingekerkert hast. Ich bin ein bisschen erleichtert dazu. Jetzt haben wir aber gut Quest heute geschafft, ne? Jetzt haben wir nur noch die jetzt nochmal neu bekommen. Den Teleporter, okay. Die Statuen. Die auf die Schreine in Bakada-Wüste. Nach Tantalia müssten wir dann ja rein theoretisch nochmal, um die da abzustellen. Wind 13. Ja, ja. Ach, ah, dann machen wir jetzt nochmal Tantalia hin. Schnell. Und dann haben wir nur noch eine Statue. Und die war doch, wenn ich mich nicht irre, in dieser ein komischen Stadt, wo ich den Namen nicht aussprechen kann. Hier in Mount Nicehorn. Nighthorn. Keine Ahnung. Spricht das halt komplett behindert aus, wirklich. Können wir schnell mal so gucken, ob wir hier die Statuen-Quest so finden? Leitentunnel. It's a Maze. Das ist a Maze. Schatzruhe mit Engelstatue. Okay. Jo. Hier müssen wir hin. Alles klar. Haben wir ja kein Problem mit.
Jetzt müssen wir nur in die Steinstadt und den Tunnel freimachen. Aber vorher noch nach Tartaria. Haben wir doch auch freigeräumt eigentlich, ne? Ahoi! Willkommen an Bord! Da müssen wir nun wirklich nicht hin. Reitstadt, bin ich immer hier oben komplett verloren. So, und du kriegst mich jetzt nach Amondale. Ich liebe das Spiel. Wann kommen wir denn dahin? Wir sind jetzt in Forest und würden nach Tartaria hier drüber gar nicht kommen. Das freut mich natürlich sehr. Da. Könnten wir nach Erisa, könnten wir natürlich. Und nach Evely, dann machen wir Evely und dann gehen wir von da aus zu Fuß, denke ich mal. Von Evely kommen wir dann zu Fuß da nicht hin, um Schiff am Donnerstag. Das ist mir natürlich ein bisschen zu wenig. Dann lieber von Erisa geht von hier nicht. Schön, toll, freue ich mich. Danger Moor. Ist jetzt auch nicht ganz verkehrt, ne? Und von Danger kommen wir aber auch nicht nach Tartaria. Das ist doch so scheiße so. Kannst du jetzt mal keinen Strom? Das wird ein Problem. Ach ja, 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 ja. Dann rechnen wir jetzt mal, welcher Tag haben wir jetzt. Heute ist bestimmt Mittwoch, ne? Der Tag oder gar nicht Samstag. Das könnte ja perfekt hinkommen. Ahoi! Drei Tage, willkommen an Bord! Ja. Was machen wir? Anker hoch und sieh! Der Remix. Nice Scheiße. So. Heute ist Dienstag. Wir müssen auf Donnerstag warten. Richtig, richtig. Zack, zack, zack. Hier hin. Zum Aufgang. Und noch eine Stunde. Jetzt ist Mittwoch. Dann nochmal. Die haben zu. Die haben noch zu, Jo. Ahoi! Willkommen an Bord! Kann man wieder nach Forest, ist doch nice. Jawoll, jetzt Ahoi! Willkommen an Bord! Anker hoch und sieh... Hier haben wir die Statue noch nicht abgegeben. Vor allem wüsste ich jetzt auch gerade nicht so spontan, wo ich die hier abgeben muss. Wo ist hier die Statue zum Abgeben? Ich habe keine Ahnung. Kein Bock jetzt rumzulaufen. Gucken wir lieber mal kurz bionsmäßig auf die Karte, würde ich sagen. Da. Würde ich einfach mal sagen. Nee. Schrein, Statue und Quest. Da ist der. Ist ja gar nicht so weit weg. Ich immer aus Versehen auf die Pfeiltaste kommen, ne? Da oben. Stimmt, jetzt erinnere ich mich, dass da ja was war. Jetzt nach Amondale, würde ich sagen. Auf zur Steinstadt. Bisschen Bock, ne? Noch das eigentlich zu machen heute? Ist ja auch deshalb. Eins. Das hallo, ihr wollt reisen? Kann man ja gut schaffen, eigentlich. Wir
Ach, Erika, wonach? Ahoi! Willkommen an Bord! Na komm, wir reiten. Ein bisschen was für die Gesäßmuskulatur machen. Hallo, Hallo, ihr wollt reisen? Ja bitte, ich will so gerne reisen. Meine Herren, ich habe eine Nachricht für euch. Von Nils Stanley, einem Gefährten von Herrn Malvik, den ihr ja sicherlich noch kennt. Ich lege euch nahe, diese Nachricht zu lesen und ihrem Inhalt entsprechend schnell zu handeln. Herr Stanley besteht auf ein Verspätigkeit, okay? Ja. Ich erwarte eure Anwesenheit in 2 Wochen in der Söldnergilde in... da komme ich doch gerade her! Um eine Gefälligkeit zu besprechen, die ihr Herrn Malvik in einem meiner Partner noch schuldig seid. Versäumnis dieser Termins könnte für euch und eure Stadt äußerst vernichtende Auswirkungen haben. Ich freue mich auf das Treffen. Oh, jetzt muss ich wieder komplett zurück. Kriegt die Krise. Hättet ihr das nicht mir nicht gerade eben in Tartaria sagen können, dass ich da hin muss? Naja. Also auf, hallo, zurück. Hallo, ihr wollt reisen? Oh, da will ich jetzt da hinkommen. Forest und dann am Donnerstag, ne? Nee. Forest war das ganz schlimm, da hinzukommen. So war das. Warten wir noch mal einen Tag. Ist so eine Aufgabe, ein Stündchen länger. Hallo, ihr wollt reisen? Das ist die Arena, ich krieg die Krise. So. Hallo, ihr wollt reisen? Wollt den nehmen reisen? Wir doch mit. Es reisen. Es reisen. Jetzt ist bestimmt direkt, dass hallo, wir weiter können. Noch ihr wollt reisen? Passt. Reisen. So. Also jetzt bin ich ja wirklich schnell hier hingekommen, da kann er sich auch nicht beschweren. Hufeisen mitnehmen. Können wir auch mal bald wieder den Leuten hier zum Naschen geben, ne, die Hufeisen. Kann ich jetzt nicht mehr schnell verteilen, über die 4? Lol, okay. Dann halt nicht. So. Und ihr wolltet doch jetzt hier irgendwas von mir, ne? Ich glaube doch nicht, dass ich mich wirklich so verhalten würde, als ob ihr adlig wärt. Einmal Bauern, immer Bauern. Das hat schon meine Mutter immer gesagt. Wo wir schon dabei sind, könnt ihr nächstes Mal bitte den Dienstboteneingang nehmen, wenn ihr vorbeikommt. Es ist mir wirklich unangenehm, euch staubige, schlammverkostete Bauern durch die Vordertür hereinkommen zu sehen. Was werden bloß die Nachbarn denken? Sollte ich nicht zu denen hier rein? Müssen wir das jetzt aber nochmal lesen. Wie viele von... da. Ne, das ist ja was anderes. Da. Ihr wartet euer Anwesenheit in 2 Wochen in der Söldnergilde in Tartaria. In der Söldnergilde. Die war doch den Berg gerufen. Jetzt mitnehmen. Schöne Berghochsteppen. Dann war sie, meine ich, hier hinten durch. Das müsste eigentlich die Söldnergilde sein. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja. Seid gegrüßt, meine Freunde. Ich bin gekommen, um den Gefallen einzufordern, den ihr meinen verehrten Herrn Malvik schuldet. Ich denke, ihr erinnert euch noch an das Treffen mit ihm auf der Schmaragdinsel. Das war ganz am Anfang, Bruder Junge. Bitten euch für eine kleine Aufgabe um eure Dienste. Auf Losch Lamben gibt es einen wertvollen Wandteppich. Der bei einem Angriff aus Wachturm 3 entwendet wurde. Ich würde euch gerne bitten, den Wandteppich für mich zurückzubeschaffen. Da ihr wohl irgendeine Art von Zugang zum Schloss habt. Meine gewöhnlichen Verbündeten schaffen es nicht mal in die Nähe des Schlosses. Ihr habt gehört, dass sich hier irgendwo ein großes Bande von Goblins und anderen Gesindel rumtreibt. Es wäre eine Schande, wenn sie auf Versehen einen Weg in das kleine, verschlafene Hamon finden würden.
Ihr habt einen Monat, um den Wandteppich zu beschaffen. Verspätet euch nicht. Schloss Lambert, das war jetzt aber das andere Schloss hier unten, oder nicht? Oder denke ich da jetzt gerade... Das war doch unten, oder nicht? Oder wo ist Schloss Lambert? Schloss Lambert. Das haben wir doch gerade gemacht. Mit dem haben wir doch gerade geschnackt. Warum ist die Quest noch da? Das haben wir doch schon gemacht. Söldner Guild? Ja. Aber na. Das ist das. Stehlt den Wandteppich aus dem Schloss eurer Verbündeten und bringt Nils dann den. Wer ist denn jetzt mein Verbündeter? Was ist. Welches Schloss Lambert überhaupt? Lass kurz schauen. Welches Schloss das ist. Ist das hier unten das? Nein. Nein, es ist bestimmt das hier. Nee. Nee. Müssen wir das googeln, ey. Schloss Lambert müssen wir auf jeden Fall. Lambent. Okay, ich hab's halt komplett falsch eingegeben, wirklich. Folgt dem Inneren des Schlosses immer geradeaus. Aufgabe ist Celeste. Geht über den Teleporter nach. Ah, ja, ja. Folgt dem kleinen Gang und klickt dort auf ein. Was ist denn Schloss Lambert einfach? Ich will doch nur einfach wissen, was jetzt hier Schloss Lambert ist, ey. Oder muss ich da nach Celeste? Nee, oder? Nein, das ist ja... Nein. Das nicht. Ich gucke hier gleich alles durch, ne? Titan Stronghold. Aha. Bagard Desert. Nee. Dann vielleicht der Forest? Case 9. Lavan, okay. Hä? Tal der Hügelgräber ist es ja auch nicht. Jetzt bin ich aber echt gerade so ein bisschen. Boah, Carmondale ist es halt nur. Und wir müssen nach Lambert. Wer ist denn das? Vampire, was ist denn jetzt mit Vampiren? Oder ist das da unten doch? Schloss Lambert vielleicht. Warum höre ich hier schon wieder Geräusche? Aha. Sind die schon wieder Feinde? Nein, das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Nö. Ich muss gerade echt sagen, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Ich muss nach Castle. Aber... Ja, ist da? Wohl eine Hill-Map.
Weiß es nicht. Also bisher weiß ich es wirklich nicht. Da ist es nicht. Barkarte, da ist es auch nicht. Town, Obelisk, Experten lernen. Nein, 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 das ist alles nicht. Wo ist denn das Lambert-Schloss? Ist das hier auch nicht, ne? Dann machen wir das jetzt anders. Gehen wir bei Aufgaben und gucken da jetzt genau, wo wir hin müssen. Mount Knight, nein, 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 das ist es nicht, das ist auch nicht da. Soll ich verarschen? Bild der Zeit König Roland, ein Archibald und eine Statue der Burg Ironfist. Könnte natürlich auch noch Harmondale sein, dass sie das darunter gepackt haben, weil man ja da das letztendlich bekommt. Malfrig, erinnerst du dich noch an Malfrig? Du hast eine Ermittlung, dass du nach Teil 1 finden. Dort bekommst du den Auftrag aus dem Schloss Glooming, Weg der Schatten. Wenn du dieses nicht schaffst, den Auftrag in der vorgegebenen Zeit zu erledigen, wo den Harmondale von Anhängern des Malfrigs angegriffen, das ist aber der einfachste Weg. Gleich während der Zeit der Belagerung alle Häuser. Also ich bin ganz ehrlich, da ich jetzt auch noch nicht weiß, wo das Scheißschloss ist, lassen wir das. Lambent übrigens heißt das, ne? Lambent, ja. Ich kann mir das, ich weiß jetzt nicht, wo das ist, ne? Keine Ahnung, wo das sein soll. Naja. Ich würde sagen, Abfahrt direkt nach Steinstadt. Direkt nach Ahoi, Steinstadt. Willkommen an Bord! Aber dann darf ich nicht nach Evely zuerst. Ich muss nach Erita. Erita ist halt jetzt einfach besser. Nein. Hey, es ist so nervig, hier hin und her zu reisen. Es ist wirklich sehr nervig. Ahoi! Willkommen an Bord! Anker hoch und Segel! Hier kommen wir jetzt eigentlich direkt nach Hamondelski. Denn zum Tal. Hallo, ihr wollt reisen. Es läuft vor dem Reisen auf jeden Fall. Hallo, ihr wollt reisen. Ihr wollt reisen. Es geht. Ich würde sehr, 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 sehr gerne reisen. So, mit du. Steinstadt, Abfahrt. Ich werde übrigens demnächst hier angegriffen, weil ich mir so einen scheiß Zauberstab gegönnt habe. Was ich bis heute irgendwie dann doch bereue. Richtig hier, ne? Kann mich nicht mehr ganz dran erinnern. Warum auch immer ich mich daran nicht erinnern kann, wie man einen Kackweg immer wieder gegangen ist. So. Genau, was zu trinken wieder rausholen. Ja, wir müssen die Steinstadt. Oh, da sind wieder Gespenster unterwegs, ne? Aber den machen wir aber nur den Schnelli.
Öl, was hast du für einen neuen Zauber? Das war Sprung, ne? Ne, aufladen. Würde ich auch gerne gleich mal ausprobieren, das ist echt gut. Aber ich finde den nicht so sinnlos, finde ich den nicht. Warum hier jetzt auch alle wieder da sind, ne? Kommt ja nervig. Abfahrt in die Steinstadt. Hat sich das Spiel jetzt... Warum schließt sich jetzt einfach das Spiel? Ich drehe durch. Ich hoffe, das war jetzt nur eine einmalige Sache und ich leg mich gleich nochmal raus. Der ältere Spiel. 3DO. Ich glaube, auch nach solchem Spiel muss ich auch immer erst mit das aktuellere spielen. Mal der Magic 8. Let's go! Das geht jetzt bestimmt. Wollen wir das wirklich? Weiß es noch nicht. Ob wir das wirklich wollen. Wir müssen auch den Axtexperten suchen. Stand da nicht auch im drin? Wo der Zirkel war? Ausbilder. Axt. Der Meister der Axt liegt in nordöstlichen Ecke von Steintal. Nordöstliche Ecke ist. Ja, ganz klar. Ja, ist wieder da. Super deutsch. Mal Falski. Experte, okay. Hier. Doch, einer davon muss es ja sein. Ja. Der ist es ja auch nicht. Dann hier unten, aber da ist ja noch Erdland. Ich bin doch jetzt komplett im Nordöstlichen. Behindert ich doch bin. Das ist halt niemals im Leben. Nordöstlicher Teil. Komm ab jetzt. Weg da! Weg da! Weg da! Weg da! Nee, deine Stimme kommt nicht ab. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! So. Nordöstlicher Teil hier. Was ist hier drin? Schallkolben. Koalitionsexperte. Alles Kirchenbrechen. Axtmeister ist da. Bam. Schön, 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 schön. Dann... Ach, guten Abend! Auch noch wach. Axtexperte haben wir. Dann müssen wir mal den Aufgang hier runter... Ah, jetzt sind die alle wieder hier, ne? Muss ich hier auch nochmal alle wegmachen. Und mittlerweile sollten die ja schnell. Schnell gemacht sein. Ist das nur ein Kratzer? Aber kümmere dich drum. Oh. Warte, die konnten doch auch irgendwie verzaubern. Deswegen schnell mal magischen Schutz reinmachen. Komm mal hier. Au! Alter. Bin übrigens gerade auf dem Weg zum Tunnel von der Steinstadt zu Mount Nighton oder wie die Stadt da heißt. Ich hab nicht die Augen. Hab's schon. Öffnen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Jo, gerade PC ausgemacht. Jetzt noch ein bis zwei Stündchen. Twitch im Bett. Zum Wegdämmen. Wem soll okay. Das denn nützen?
Versuche ich auch nicht so rumzuschreien. Okay, eigentlich schreie ich ja nie rum. Hab's schon. Wem soll das denn nützen? So, das weg. War hier noch. Sind die noch gleich drohen, ne? Mittlerweile komme ich hier aber wesentlich einfacher durch als sonst. War das schon alles? Au! Komm, so schnell um jetzt. Ah, die war noch irgendwie gegen Feuer nicht so ganz so anfällig. Au! Aber ich glaube gegen Blitz, ne? Au! Oder Luft, oder was das ist. Gegen Funk. Ah, gut. Hat auch nicht so wirklich Schaden gemacht. Au! Wie viel würde denn Feuer machen? 31 Schaden? Alles klar. Ist zwar nur ein Kratzer, noch Feuerschaden rein, aber kümmere ich drum. Au! 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 Fallen soll mich das jetzt beeindrucken? Recht fix. Also ich spreche Neon. Aber hab schon mindestens halb Dutzend Aussprachen bei Streamern gehört. Ja, ich habe eh das Gefühl, dass ich hier gefühlt alle Namen scheiß ausspreche. Also von daher. Soll mich das jetzt beeindrucken? Hauptsache man weiß, welche Stadt ich meine. Der nächste. Mach das Auge dort rein. Ganz cool, dass der Obelisk hier einfach so eine Höhle drin ist. Au! Nur ein Katze. Das erste Mal, als ich drin war, war ich zwar jetzt nicht lange mit ihm beschäftigt. Aber so fix habe ich es da halt auch noch nicht hinbekommen. So, das haben wir frei. Ich bin jetzt noch ein paar Tränen, die wir mitnehmen können. Erze auch immer gerne gesehen. Oh, und da hinten scheint ja noch. So, ne, das ist was anderes. Das können. Das hier. Haben wir da schon? Gucken wir doch mal nach. Hab's schon. Wem soll das denn nützen? Wem soll das denn nützen? Das weiß ich auch nicht, wem das nützen soll. Da ist auch nichts. Oh. Hab's schon. Schön, schön, schön. Oh, das war das Falsche. Oh, und dann kommen sie natürlich auch direkt. Da sollten wir eigentlich. Nee. Fügen halt einfach zu wenig Schaden zu. Das Leben, dann ihn noch ein bisschen einzeln hochheilen. Jetzt aber die richtige nehmen. Hab's schon. Ganz nett, aber unnütz. Hä? Was soll das denn? Wem soll das denn nützen? Gar keinem soll das nützen. Droppt auch, glaube ich, nichts Gutes mehr für mich. Deswegen eigentlich schnell in die Höhle hier rein.